Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge The Devil in Me. Was für ein Wichser! Was? Mauer, los, weiter. Genau wie Holmes. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Ach, sag bloß, genau wie Holmes. Wie kommt denn da denn bloß drauf, Freunde? Hey, schön, dass ihr auf jeden Fall am Start seid. Danke auf jeden Fall auch an der Stelle für den Support. Gerne auch hier eine Bewertung da lassen. Bisschen Liebe da lassen. Und wir schauen mal, was wir diesmal so erreichen. In dieser Folge, ne? Ich versuche mich zu orientieren. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? So was machen diese Soziopathen. Okay. Oh, was zur Hölle? Ja, was zur Hölle? Ah, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Wo kommt das her? Was ist das denn für eine kranke Scheiße jetzt? Freunde, auf jeden Fall auch gerne beim Gewinnspiel machen von meinem Partner. Könnt ihr auch das Game gewinnen. Und ein Horrorkracher kommt ja dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ein großer Kalisse-Protokoll davor, da habe ich so Bock drauf. Charlie, komm her. Werden wir natürlich auch spielen. Mach mir's auf. Nächste Falle. Dass die Dullis auch immer gemeinsam in einen Raum gehen, weißt du das nicht? Naja, gut. Jigsaw, bist du das? Es sind wirklich auch die größten Vollidioten. Jetzt mal ernsthaft. Eine verfluchte Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, eine Puppe, eine Puppe. Reißt du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, natürlich. Nat. Die Überreste eines Mädchens namens Natalie, ihre Leiche, wurde eingefroren. Ja, hält sich doch besser denn. Ist doch normal, macht man doch. Billy Morello. Oh, bist du... Ah, fuck! Heilige Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Fuck. Da hast du wohl recht. Ja, auch wenn bei der Morello-Familie stand, dass sie Checkout gemacht haben, heißt ja nicht, dass sie auch ein Checkout aus dem Hotel gemacht haben, sondern vielleicht einfach nur aus dem Leben. So, warte mal, hier geht's raus. Muss doch irgendwas übersehen. Vielleicht irgendwas übersehen. Es ist eiskalt. Ja, ne, scheint nicht so. Charlie, die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! Das habe ich nicht erwartet. Ja! Jamie! Ja! 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 Charlie? Scheiße. Charlie? Jamie? Hallo? Aaron? Nicht so laut. Wo könnte sie sein? Sie kann nicht einfach verschwinden. Nicht so laut, brüllt selber. Komm hier rüber. Oh, Junge. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Ist der Plan, Charlie? Dann bist du tot. Gut, das reicht. Ich möchte einen Toast aussprechen.
das unser letztes Abendmahl als Team. So wie ihr euch verhaltet. Ich und meine Jünger. Aber halt. Moment noch, ich kann mich nicht entscheiden, wer Judas ist. Was zur Hölle ist das? Hab ich doch gesagt, er baut die nach. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen den Gesichtern, also zwischen den Pumpen und den normalen Leuten. Was machst du da? Bleib da bloß weg. Das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Finde die anderen oder suche die Schaufensterpuppen. Das sind doch keine Schaufensterpuppen. Nur weil es Puppen sind, heißt es doch nicht automatisch, dass es Schaufensterpuppen sind. Das sind nur extra so Animatronics-Puppen, oder? Nur, warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und hat... Oh, das könnte nicht werden, vielleicht. Ah, keine Ahnung. So, bevor wir die Puppen untersuchen, natürlich erstmal hier. Ja, Matt? Ja, der wird nicht kommen. Hm. Konnte ich das beim letzten Mal auch schon? Vielleicht muss ich die fotografieren. Also man kann sich nicht bewegen. Während man im Zoom ist. Man kann sich nicht mal richtig drehen. Ich will eigentlich nach rechts, aber es geht nicht. Es geht nicht. Muss mich erst in die richtige... Ach, Junge. Wieso macht man die Steuerung so unfassbar hakelig? Verstehe das wirklich nicht. Okay. Kann man die irgendwie... kann man da irgendwie was machen? Das interagieren oder so? Nee. Also, sag mal, warum stehen die Leute immer mir am Weg? Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Kann man anscheinend nicht, ne? Ich kann irgendwie nichts machen. Komisch. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Wieso? Der hat den gleichen Blick wie du. Genauso tot. Genauso puppenhaft. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Watch out! Soll ich zuschlagen oder meinte das einer von unserem Trupp? Ich schlag zu einfach, ja? Oder? Nee, ich lass es. Na klar, das ist einer von unserem Trupp. Jamie! Gott sei Dank! Obwohl, wäre lustig gewesen. Alter, was freue ich mich, euch zu sehen. Lasst uns hier bloß abhauen. Was passierte, als die Wand zuging? Dumet hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Dumet? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tup. Scheiße, tup, schalt das ab! Tup. 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 Was war das? Das... Ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, niemals. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Verschwinden wir hier.
Die ist zu! Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dümmert! Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Spielen wir, verdammt! Ob man aus dem Auge ein neues Jojo machen kann? Finde einen Weg aus dem Keller. Oh, shit! Oh oh. Oh oh. Okay, ich dachte, das wäre schon irgendwie so eine Lunte oder sowas, weißt du? Und wir werden jetzt unter Zeitdruck. Jamie! Die ist schon weg. Hallo! Die ist direkt abgehauen, Bruder. Jamie! Ich bin okay. Das wird sie freuen. Schöner Sound gerade irgendwie. Oh. Chicago Killer, zwei Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Die Szene des Opfers wurden alle entfernt. So krank. John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Oh, was steht denn da? Hallo? Nein, nicht loslassen. Oh, Junge, es ist so hakelig. So, Chicago Killer, ein Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt. Warum, Alter, sticht er den in den Sack und in die Eierstöcke oder was? Was soll das, Mann? Warum bist du so krank, ey? Die Logbuch. Das ist aber. Ist das. Ist ein Hin. Nein, keine Ahnung. Ist aber kein Hinweis irgendwie auf. Auf Man of Medan? Nee, oder? Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer, Mr. Belknap. Oder Belknap. Ein Tag später. Die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten, ja, im Keller des Hotels haben begonnen. 21.01. unleserlich. 2.02. Die Arbeiten am Erdgeschoss und erster Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden.
Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap Gamies unseren Vertragsersatz angefordert. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Ja, wahrscheinlich sind die tot, oder? Wahrscheinlich wurden die einen nach dem anderen weggemetzelt. Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. Blablabla, die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. 3 Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. Blablabla. Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Sparbereich oder dem Hotel. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kostenschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. Nachricht von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monika, blablabla, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belknap mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. Ja, einer nach dem anderen wurde weggemacht. Laura hat mit Mr. Belknap die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagte, sie habe sich danach nicht wohlgefühlt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und Monika ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Ah, ja. Ist schon ganz cool, ey. Was? Oh, shit. Was zur Hölle war das? Guck doch mal direkt vor dir, Junge, in der Wand! Das hat sich doch gerade geöffnet, oder? Das hat sich. Oder war das gerade eben schon offen? Warte mal, liegt nicht hier irgendwie mein Feuerzeug auf dem Boden? Man hat doch gesehen, dass das Feuerzeug irgendwie so vorhin gelandet ist, als er da runtergefallen ist, oder? Kann man das nicht irgendwie aufsammeln? Ach, krass. Verrückte Psychomucke. Was hat das zu bedeuten da? Das Bild, wo die 3 roten Leuchten gerade waren. Wo bin ich denn hier? Hallo, lauf doch mal nach vorne. Ey, was ist das denn? Was ist denn hier los, Mann? Bruder, mach doch nicht so. Mach doch nicht so. Warum hängt da eine Puppe, ey? Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Ich würde die doch nehmen. Ich würde die Puppe doch nehmen, ey. Vielleicht ist denn das Seil sogar so locker, dass du das so ein spaltmäßig aufmachen kannst, weißt du? Obwohl wir haben, ja, keine Ahnung. Ich würde sie trotzdem nehmen, die Puppe einfach. Okay.
Ah. Ach du Scheiße, Mann. Da sagt er nichts zu? Ich habe das Gefühl, wir gehen immer weiter rein in den Kaninchenbau. Immer weiter rein in die Falle. Junge, wie langsam kann man durch so eine scheiß Spalt gehen? Was ist das denn hier, ey? Ist das. Sind das Verbrennungsöfen? Nee, keine Ahnung. Richtiger Langfinger hier. Wieder so eine Münze. Was mache ich denn mit dem Münzenmensch? Weiß ja nicht mal, ob sich das lohnt, hier die einzusammeln. Schaden tut es wahrscheinlich auch nicht. Ich mach's. Haben wir Lotte verbrannt? Haben wir die nächste umgebracht? Geh dem Schrein auf den Grund. Natürlich, klar. Wir haben bestimmt jemanden abgefackelt, oder? Na komm, geh da durch. Hallo? Oh Junge. Stand da gerade was untersuchen? Oder warum wurde er jetzt, obwohl ich schon... ich das hier irgendwas übersehe? Habt ihr es gesehen? Ich war schon... Da, schon wieder. Warum wurde da plötzlich so eine Einblendung eingeblendet, weißt du? Ich dachte, da wird vielleicht was liegen in der Ecke. Aber scheiße. Ich trau dem nicht. Ach guck mal, jetzt kann ich hier nicht mehr interagieren. Da liegt die Puppe. Ist schon, also ich muss sagen, jetzt ist gerade eine coole Stimmung. Gefällt mir. Oh. Ey, ich würde es nehmen, ohne Witz. Ich würde aus den Beinen irgendwie ein knastmäßiges Messer bauen. Oder so nehmen, weißt du, dass, wenn du da mit jemandem einfach ins Gesicht stichst. Oder so. Besser als nix, ey. Oh, scheiße. Ihr habt's gesehen, oder? Scheiße. Das geht bestimmt noch Zeit. Okay, rein in die Falle. Zigaretten, hast du sie doch. Schmuckstück. Er freut sich sogar drüber, er ist in die übelste Killerfalle. Reise den Herrn. Es ist echt. Das war die beste Zigarette deines Lebens. Vielleicht auch die letzte. Oh, verdammt. Feuer kriegst du schon genug. Wie kann man so ein Vollidiot sein? Jetzt mal ernsthaft. Hauptsache die Zigaretten haben ich sag ja wirklich das. Was macht er? Hm.
Ich bin hier! Gitter! Gitter, Gitter, Gitter! Oder war das falsch? Gitter, Junge, mach doch weiter! Geh auf! Verdammt! Geh auf! Verdammt! Ja! Ja! Ab auf den Toaster, Das ist ja geil. Ist er tot? Ist er tot jetzt? Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er jetzt tot. Oder er hat jetzt einfach so den Grill-Look. Weißt du, im Gesicht ist vielleicht der neue Trend. Wer weiß, wir werden sehen wollen. Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Für Charlie war's zu brenzlig. Okay, er ist tot. Okay. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Nee, wollen wir nicht, oder? Aber nichts sagen. Nein? Tja, ich will nicht stören. Schätze einfach mal von echten Menschen. Oder? Sie sollten wieder ans Werk gehen. Viel Glück. Dankeschön. Ich hätte ihn retten können. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Verdammt. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg.
Also finden wir es raus. Tja, Freunde. Ich muss sagen, irgendwie ist es diesmal... Ja, also... Ja, also ich wie gesagt, das ist jetzt nicht extra gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, dass... er hat ja schon einmal versucht, die Tür aufzumachen. Und ich dachte, wenn er es jetzt nochmal versucht... Ist das denn so klug? Wir haben keine andere Wahl. Wenn er es nochmal versucht, scheitert er sowieso. Und das Gitter hat sich gelöst und ich dachte so mäßig, er könnte sich da drunter verstecken. Aber ja klar, die Hitze wird natürlich extrem, so. Hätte auch sein können, dass es da irgendwie weitergeht. Oder dass er eine Leitung ist, die du durchtrennen kannst oder kaputt drehen kannst. Es hätte alles sein können. Es ist ein bisschen undurchsichtig, so mäßig, wie du dich jetzt retten kannst und wie nicht. Hätte er sich wenigstens noch die Zigarette zum Ende angesteckt, dann hätte er doch das bekommen. Er ist selber schuld. Ja, mit einer Zigarette im Mund sterben. Ist doch voll geil. Das war doch sein Traum des Lebens, Mensch. Ich wollte ihn erfüllen, hat er nicht mitgespielt, selber schuld. Ja. Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren und haut rein.